BW1 mit den Nachrichten aus Bundesland und Landeshauptstadt. Herzlich willkommen. Wanderer, Städtebesucher und Mountainbiker befinden sich aktuell nicht in den Bergen oder in einem schicken Hotel. Sie kommen zur Messe Stuttgart, um sich auf der CMT über die neuesten Trends in Sachen Urlaub zu informieren. Auch die Region Neckaralb ist hier vertreten. Und wir haben einen Besuch in den Messehallen gewagt und sind auf einige interessante Urlaubstrends gestoßen. Die Wintermonate sind eine ideale Zeit, sich Gedanken für den nächsten Urlaub zu machen. Wo soll es hingehen? Meer oder Berge? Die CMT in Stuttgart hilft vielleicht bei dieser Entscheidung. Denn über 2100 Aussteller haben dieses Jahr den Weg auf das Stuttgarter Messegelände gefunden. Neben den vielen schönen Reisezielen weltweit präsentiert sich auch die attraktive Region Neckaralb dem Publikum. Ein Anziehungspunkt ist die ehemalige Reichsstadt Reutlingen. Wir zeigen natürlich, dass wir Reutlingen attraktive Einkaufsstadt sind. Wir haben eine wunderschöne, attraktive Lage. Das heißt, von uns aus kann man natürlich in der Biosphärenumgebung viel machen. Und wir zeigen zudem, dass wir ein starker Wirtschaftsstandort sind. Wir zeigen, dass wir natürlich innovativ sind mit unserer Hololution und bringen das touristische Programm mit. Aber die Tradition nicht vergessend. Und deswegen ist unsere Mutschel auch unterwegs. Oberhalb von Reutlingen erhebt sich die Schwäbische Alb mit ihren Wanderwegen und kulturellen Erlebnissen. Seit diesem Jahr gibt es für Wanderfreunde etwas Neues. Was in diesem Jahr natürlich besonders wichtig ist und neu ist, sind unsere Hochgebirge. Wir haben ja gemeinsam mit dem Landkreis Esslingen, der Landkreis Reutlingen und das Biosphärengebiet 21 Premium-Wanderwege, die wir gemeinsam mit 18 Kommunen umsetzen. 6 davon sind zertifiziert worden und stehen zur Verfügung. Die anderen folgen in diesem Jahr noch. Und mit den Hochgebirgen sind wir jetzt hier mit der ersten Broschüre vor Ort, um unsere Gäste hier, die Besucher, darüber zu informieren. Es geht wieder die Alp hinunter und hinein in die Outlet City Metzingen. Aber nicht nur ein Einkaufserlebnis bietet diese Stadt dieses Jahr, sondern auch etwas für den Gaumen. Gut, wir haben natürlich die Shopping-Events, Verkaufsrunde Sonntag, Midnight-Shopping. Wir haben dieses Jahr die Keltern-Festspiele wieder, wo sich der Kelternplatz in eine Open-Air-Area verbindet. Dann haben wir Mud Mates, das ist ein ganz, ganz was Besonderes. Das haben wir zum ersten Mal in Metzingen. Da steht der Teamgeist, der Teamgedanke praktisch im Vordergrund, nicht das Gewinnen, dass man sich gegenseitig hilft. Auf diesen Event freuen wir uns schon sehr. Auch Tübingen ist dieses Jahr wieder auf der Messe vertreten und präsentiert den Messebesuchern, wie innovativ die alte Universitätsstadt ist. So konnte der interessierte Besucher virtuell einen Entwurf für die Neugestaltung des Tübinger Schlosshofes bestaunen. 2019 können sich die Urlaubsplaner und diejenigen, die das Fernweh packt, auf dem Messegelände informieren. Kann Krebs mit dem Smartphone erschnüffelt werden? In der Tat, das geht. Die Tübinger Firma Sniffphone hat dafür den Innovationspreis der Europäischen Union erhalten. Das Unternehmen stellt ein handliches Gerät her, das eine Stichprobe des Atems nehmen kann. Diese Probe wird dann analysiert und über ein angeschlossenes Smartphone zu einem entsprechenden Arzt geschickt. Der Vorteil: Die Diagnose ist im Vergleich zu früheren Diagnosemethoden kostengünstiger, komfortabler und schmerzfrei. Die Dieselfahrverbote, die seit dem 1. Januar in Stuttgart in Kraft sind, gelten nicht für Handwerker. Sie müssen keine Ausnahmegenehmigung beantragen und haben in der Landeshauptstadt freie Fahrt. Allerdings müssen die Fahrzeuge der Handwerker als solche zu identifizieren sein. Sollte sich keine Firmenwerbung auf dem Auto befinden, rät die Stuttgarter Handwerkskammer, eine Kopie der Handwerkskarte hinter die Windschutzscheibe zu legen. Falls das Firmenauto nicht als solches zu identifizieren ist, muss ein Handwerker trotzdem mit einem Bußgeld rechnen. Soweit die BW1-Nachrichten. Jeden Tag das Wichtigste aus Bundesland und Landeshauptstadt. Unsere Nachrichten noch einmal zum Nachlesen und weitere News aus aller Welt finden Sie auf unserer Website unter www.bw1.de. Danke für Ihr Interesse und auf Wiedersehen.